Jo, hier ist Mr. Mike, heute mit einem interessanten Thema, wie ich finde. Und zwar hat mich da Kobe Bryant draufgebracht. Kobe Bryant ist ein NBA-YouTuber. Wer den nicht kennt, checkt ihn aus. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu seinem Kanal rüber. Und zwar vor 2, 3 Wochen in einem Livestream von ihm hat er auf eine Frage geantwortet. Und blende ich mal hier ein. Jordan oder Under Armour? Jordan. Ich verstehe nicht, wie man Under Armour tragen kann, Alter. Nur weil Steph da ist, das ist überhaupt keine Basketballmarke. Das ist einfach so, yo, wir haben Steph Curry unter Vertrag. Steph Curry ist jetzt durchgedreht, 2-mal MVP geworden. Komm, liebt unsere Marke. Aber die sind keine Basketballmarke in meinen Augen. Und diese Aussage finde ich sehr lustig, aber sie stimmt auch. Also ich stimme da voll zu, weil Under Armour ist einfach so aus dem Nichts emporgeschossen, muss man ja sagen. Vor allem schuhemäßig, dank dem Vertrag von Stephen Curry. Wisst ihr selber, die Stephen Curry Schuhe sind wohl die bestverkauftesten Basketballschuhe überhaupt gewesen. Weiß ich nicht, ob das 2015 oder 2016 war. Dieses Jahr war es, glaube ich, nicht mehr so. Aber trotzdem, die Stephen Curry Schuhe, ich weiß nicht, wie viele Modelle es jetzt schon mittlerweile gibt. Das verfolge ich nicht so. Ich hatte auch noch nie welche am Fuß, nie welche in der Hand. Ich habe die nie ausgecheckt, weil es mich so persönlich nicht interessiert. Aber alleine so diese Marke halt an sich, weil damals, als ich in Hamburg gewohnt habe, auf der Straße, es tragen so viele Leute mittlerweile Under Armour Produkte, sieht man immer hier auf T-Shirts, Pullover oder was das nicht alles gibt, und das finde ich schon echt sehr faszinierend, wie so eine Marke echt auf einmal da sein kann. Und ja, frage ich mich halt so, wo kommt das her? Schulmäßig ist natürlich absolut keine Frage, das kommt hundertprozentig von Stephen Curry. Wisst ihr selber, MVP und ein super krasser Spieler und wird gehypt. Jede Menge Fans und die Leute wollen halt die Schuhe haben. Klamottenmäßig sind sie auch schon länger am Start. Angefangen haben die ja mit Kampfsport-Sachen, Thermounterwäsche vor allem. Leute tragen das unter den Trikots und so. In Baseball, Football glaube ich auch, Basketball natürlich auch. Und habe ich sogar auch was am Start. Und das finde ich echt ziemlich cool. Ich habe das für die Arbeit gekauft, damals auf dem Bau, im Winter. Wirklich extrem warm. Also das kann ich echt empfehlen. Für Sport weiß ich nicht, da konnte ich nie wirklich was mit anfangen. Im Sport hat es mir nicht so getaugt, wenn man wirklich extrem viel schwitzt. Aber für die Wärme, super geiles Teil. Kann ich echt nur empfehlen. Da packe ich auch mal was unten in den Link rein, das ich trage auf der Baustelle. Also echt perfekt. Jetzt ist es nicht mehr so kalt. Aber trotzdem, es ist halt dieses schöne Gefühl, es wird nicht zu heiß, es wird nicht zu kalt und trotzdem hält es dich warm. Es ist echt raffiniertes Zeug einfach. Das kann man echt feiern. Schulmäßig, wie gesagt, weiß ich nicht wirklich. Hatte nie Currys an, will mir auch keine holen. Weiß ich nicht, aber so der Gedanke. Under Armour hat nichts mit Basketball zu tun, ist so schon irgendwie richtig. Ne? Sie sind halt nur im Basketball, also in den Schuhen vertreten jetzt so. Vielleicht kommt noch mehr und ja, sie brauchen einfach mehr Superstars. Und es ist halt krass, wie viel ein einziger Superstar das schaffen kann, eine Marke so zu pushen. Aber so ist es einfach mal. Das ist echt abgefahren. Und das fasziniert mich einfach. Michael Jordan damals, wisst ihr selber, seinen eigenen Schuh kreiert und die Firma Jumpman von Nike. Und ja, wie groß ist das geworden, ne? Auch heutzutage, er spielt schon ewig nicht mehr und trotzdem, jeder hat Jordans an, jeder feiert diesen Schuh. Es ist einfach ein Hype, immer noch. Das hat bis jetzt kein Sportler mehr geschafft, auch Kobe Bryant. Natürlich auch hat er Schuhe noch am Start, aber diese Marke, Kobe Bryant, wisst ihr, das kannst du nicht mit Michael Jordan, den Jumpman vergleichen, ne? Auch der Jumpman, wisst ihr selber, designmäßig und so, was es nicht für Modelle gibt. Alter, und jeder hat bestimmt ein Modell von einem Jordan, wo man sagt, wow, das ist mein Lieblingsmodell, mein Lieblingsschuh, den würde ich mir immer wieder kaufen. Für 300 Euro, 500 Euro, ganz egal. Nehmt meine Kohle, ich will diesen Schuh. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt, ja, da hat er sich halt wirklich zur Legende gemacht mit diesen Schuhen. Viele tragen wahrscheinlich auch die Schuhe mittlerweile schon, wissen gar nicht, wer Michael Jordan ist oder wissen nicht, was dieses Zeichen der Jumpman überhaupt bedeutet. Bin ich mir sicher. Ich habe schon welche kennengelernt, die wussten nicht, wer Michael Jordan ist, aber hatten Jordan-Schuhe an. Stellt euch das vor. Also eigentlich kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Es ist krass. Ja, ob Stephen Curry das mit seinen Under Armour-Schuhen auch schaffen wird, bezweifle ich sehr. Das ist einfach, das schaffst du nicht. Nee, da musst du Schuhe rausbomben mit Style-Faktor mäßig, so viel, das schaffst du nicht. Keine Chance. Auch LeBron James wird das so nicht schaffen. Niemand wird das mehr schaffen, wie das, was Jordan geschafft hat. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, es ist halt ein Athlet, der das so populär gemacht hat. Unglaublich, unsterblich und so. Und ja, Under Armour, weiß ich nicht. Eure Meinung dazu? Es ist ja krass, wie viele Leute diesen Schuh dann feiern von Stephen Curry. Viele haben ihn
weil sie ja Stephen Curry-Fan sind. Ne? Viele kaufen sich den Schuh von LeBron James, weil sie LeBron James-Fan sind. Und von jedem Sportler auch nochmal so, wisst ihr? So geht das ins Rollen. Und stellt euch mal vor, LeBron James zum Beispiel würde jetzt meinen Stuff tragen. Alter, ich würde mich von Bestellungen nicht mehr retten können. Das wäre sowas von abgefahren. Wisst ihr, wie ich meine? Weil jeder das haben will, was er trägt. Und so ist es einfach. Es ist, ich finde das echt krass. Es ist wirklich faszinierend, was sowas mit dem Kopf von uns selbst so auslöst. Ne? Weil ja, ich bin ja auch auf Jordan hängen geblieben. Jordan-Produkte und so immer wieder hammergeil. Aber es sieht auch einfach geil aus. Also Jordan ist einfach, weiß ich nicht. Und ich würde mich jetzt fragen, naja, wäre das anders, wenn es ein anderer Sportler wäre? Nee, du kannst Jordan mit keinem Athleten so vergleichen, finde ich. Jetzt nicht von der Leistung her, aber von dem, was er halt kreativ geschafft hat. Von den Produkten her. Das ist einzigartig, glaube ich. Weil niemand hat so eine Auswahl am Start. An Klamotten und Schuhen und was weiß ich nicht. Von Jordan gibt's alles. Alter, ich hatte ein Telefon. Ich hatte ein Telefon von Michael Jordan. Yo, 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 Mr. Mike. Was geht ab? Es ist irre, was es da nicht alles gibt, ja. Also es ist echt krass. Naja, aber die Psyche von Menschen ist echt faszinierend, finde ich einfach. Wie das so, ja, wie wir so beeinflusst werden dadurch, ne? Alleine nur, dass unser Lieblingssportler eine Marke trägt, denken wir, oder ja, doch, wir denken, wir müssen das jetzt auch haben. Müssen wir. Weil der ist so cool, ich will auch so cool sein und ist einfach so. Wurde jeder schon mal so beeinflusst, glaube ich. Ich vor allem in der Kindheit noch also stärker. Jetzt nicht mehr, jetzt ist mir das mittlerweile zum Glück wurscht. Und das ist auch so ein entscheidender, lustiger Faktor, finde ich. Umso jünger du bist, umso leichter bist du zu beeinflussen, finde ich. Weil heutzutage ist mir das wurscht, wer was trägt. Ne? Ich trage das, was ich so Bock habe und überhaupt. Das ist, ich glaube, da kommst du dann wirklich raus mit dem Alter. Wenn du jünger bist, bist du leichter zu manipulieren. Aber das wisst ihr wahrscheinlich selber. Vor allem die Eltern natürlich, die Jüngeren denken sich, stimmt doch gar nicht, ich lasse mich nicht manipulieren. Ne? Kauf mein Merch, los, kauf mein Merch! Okay, wisst ihr selber. Also immer, ja, keine Ahnung, muss jeder für sich selber wissen. Aber vielleicht ein bisschen drüber nachdenken vor allem. Er ist jetzt auch kein Hate gegen Under Armour, ne? So, weil, wie gesagt, ich kann mit der Marke so jetzt überhaupt nichts Gutes, nichts Schlechtes damit verbinden, überhaupt weiß ich nicht. Aber ich finde es halt faszinierend, dass die auf einmal so am Start sind und schulmäßig überhaupt. Letztens noch eine Statistik gesehen von 2015 war das, glaube ich. Nike zum Beispiel hat einen Umsatz im Jahr, 2015 war das um den Dreh, 13 Milliarden Dollar. Under Armour hatte da in diesem Jahr, das beste Jahr überhaupt, knapp 3 Milliarden Dollar. Also ihr müsst euch das mal geben, es ist schon ein krasser Unterschied. So, weil Nike ist ja doch noch einer von den größten, ne? Und von den Sportherstellern überhaupt. Es ist krass, das sind echt enorm krasse Summen, was die verdienen. Und naja, Summen, mit denen man sich gar nicht irgendwie was genau vorstellen kann. Das ist echt zu viel Kohle, Mann. Dieser Markt ist so gigantisch. Mann, ich will da auch rein. Nee, wisst schon, muss man cool bleiben, Glück bleiben. Naja, aber man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr wieder eine neue Marke. Und ja, so ist es ja lustig. Ben Simmons zum Beispiel, nehmen wir mal Ben Simmons jetzt als Beispiel. Ich weiß gar nicht, was der jetzt als Vertragspartner hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber stell dir mal vor, Ben Simmons ganz neu. Ja, okay, Ben Simmons ist schon zu gehypt. Der ist schon, da weiß man schon, das ist so ein nächster Superstar. Würde ich jetzt mal sagen, irgendein unbekannter NBA-Spieler kommt und der wird der nächste Superstar. Und der hat von Anfang an meine Marke. Ne? Und jeder denkt sich, was ist denn das für ein Typ? Kann nichts. Was hat denn der für eine billige Marke? Kann nichts. Und auf einmal wird er der nächste Stephen Curry und schießt in einer Season 500 Dreier. Ne? Ein richtiger Superstar, richtig abgefuckt, richtig gehypt ohne Ende. Und ja, ich habe ihm vielleicht so im Monat nur T-Shirts und Hosen und überhaupt so gesponsert und 100 Euro und so. Der war voll glücklich. Ne? Und auf einmal, bam, Multimillionengeschäft. Das ist natürlich das, naja, ein Traum. Ne? Na, okay, lassen wir das. Nee, aber nur ein bisschen zum Nachdenken. Vielleicht kann jemand nachdenken, vielleicht will jemand nachdenken. Vielleicht denkt man sich auch, Alter, heute laberst du eine Scheiße zusammen. Ich weiß es nicht, Mann, ist doch mir auch wurscht. Keine Ahnung. Ja, in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.